Er war doch noch so jung und er hatte so schön viel XP. Und auch noch der Blutmut steigt gerade. Was für mich immer noch echt ungewohnt ist. Leute, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Beavos Tech Pack Minecraft mit mir, Herr Okami. Ja, am 25.01.2015 zur Belustigung seiner Viewer. Zuschauer hat leider nicht hingepasst, sonst hätte ich Zuschauer geschrieben. Ist an diesem Treppenhaus abgenippelt. Und ich weiß sogar nicht, ich glaube, es ist niemandem aufgefallen, ein paar Geländer waren auch leicht falsch gesetzt. Das habe ich dann auch mal ohne euch ganz klammheimig und fies und böse geändert. Darum bin ich auch wieder nahrungstechnisch voll. Muss ich mal kurz gucken, Inventar. Ach ja, das habe ich auch rausgeholt, muss mir was zu essen machen. Das Schild wird da unten erstmal bleiben und wir werden das hier natürlich noch ein bisschen verbessern, glaube ich, damit das nicht nochmal passiert. Schönen Gruß an Desert. Ich wollte jetzt gerade schon aus Frust Teaser sagen. Nein, ich bin ja nicht dran nachtragend, ich habe ja selbst drüber gelacht. Der mit seiner Freundin gewettet hat, ob es passiert oder nicht. Ich hoffe, sie hat gewonnen. Interessant. Herr Okami, sprich ich als Unterhaltung für Pärchen. Das ist auch mal ein ganz neuer Aspekt. So, was den Boden hier angeht, seid ihr euch ein bisschen uneinig, beziehungsweise die Folgen, wo ich das hier gemacht habe, sind, glaube ich, noch nicht rausgekommen. Nee, die sind noch nicht. Ach, und zu meinem Tod noch. Bei der Folge Treppenhaus des Todes, wo ich ja fast draufgegangen wäre und irgendwie mit einem halben Herz oder einem Herz gerade so noch überlebt habe. Auf eure Kommentare dort, da musste ich mich wirklich zusammenreißen, mir auf die Zunge beißen oder besser in die Hand beißen, dass ich da nicht irgendwie spoilerisch drauf antworte, dass es mehr oder weniger 5 Folgen später oder so passiert, dass ich drauf gehe. So, mit Öl. Das mit diesem Blood Moon ist immer noch so ein bisschen creepy für mich. Wer das nicht kennt, die ganzen bösen Mobs würden sich jetzt, näher, glaube ich, näher bei mir spawnen. Sie würden sich auch zu mir porten oder zumindest, wenn es hier dunkel wäre, in meiner Nähe eher auftauchen. Was vielleicht nicht so schön ist. Ja, was gibt's noch? Wir werden auf jeden Fall auf kurzer Lang auch unsere Werkzeuge hier upgraden. Ich muss da gucken, in den Channel News werde ich es vielleicht mal zeigen, was ich da in meiner Privatwelt so angetrieben habe. Da werde ich dann wieder durchlaufen. Wobei ich auch überlegen bin, ob ich mal ein Let's Show davon mache. Ich habe nämlich letzte Woche doch einiges dort in der Welt angestellt und bin da eigentlich auch immer... Ich habe eine Mod hier von immer lieber. Ich hoffe, ich finde sie jetzt. Jetzt fällt mich gerade. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Ja, wo ist sie denn? Ja, Ender.io nebenbei auch. Da werden wir auch weiter dran arbeiten. Das wird ja noch einiges geben. Da. Die Chiselblocks. Ich liebe sie wirklich mit jedem Tag mehr. Das, was ich noch nicht herausgefunden habe, ist, wie ich diese Mossy-Tempel-Block herstelle. Da gibt es auch kein direktes Rezept für. Ich weiß nicht, ob ich die finden muss oder ob das Cobblestone mit Mossy oder kein Plan. Es kann auch sein, dass das hier diese Tempel-Blocks und dann halt in der Mitte mit Mossy ist. Oder beziehungsweise, dass man die Tempel-Blocks macht und die dann nochmal mit Moss irgendwie... Ich weiß es noch nicht. Das muss ich wirklich rausfinden. Ich hoffe, dass das irgendwie geht. Die würde ich mir auch ganz gerne mal einsetzen. Was haben wir hier? Floor Carpent. Was es da so für tolle Sachen gibt... halt! Was war? Ja, okay. Wollte gerade sagen, warum hat er da gerade auf einmal 64 angezeigt? Ich war irritiert. Hat sich hier irgendwas verstellt? Inventory? NDO? Global? Ich weiß gar nicht, wo ich hier gucken muss. To all worlds. Global? World? Okay, da kann ich das umstellen. Keybinds Tools? Das? Nee, keine Ahnung. Ach, das ist das? Nee, Recipe Board. Wir sind im Rezeptmodus. Alles klar. Das mit dem Blood Moon finde ich echt so ein bisschen creepy, aber das finde ich auch richtig stimmig und geil und es passt eigentlich gerade echt super. Wie gesagt, ich würde am liebsten mit euch ein kleines Hütchen rufen, dass das so... Und mehrere sich auch noch darüber freuen, die Marie auch noch. Die hat sich auch noch gefreut, dass ich hier runtergefallen und dann gestorben bin. Ihr seid gemein. Nein, man muss ja selbst darüber lachen, dass ich da drauf gegangen bin. Es war so vorhersehbar, dass es genau dort passiert. Denn vor allem, dass es eigentlich genau dann passiert, wenn man sich denkt, ich baue jetzt ein Geländer, da passiert es nicht mehr. Und ich hier dann, mehr oder weniger von der Stufe da, ja, hier geht's, da irgendwo drauf komme. Ja. Was soll's, was soll's? Da ist er halt abgenippelt. So, was ich gucken wollte ist, Age, da haben wir nicht sehr viel. Da würde ich gerne ein bisschen dekadent mit umgehen. Hier haben wir zumindest schon mal 64. Warum ich da dekadent mit umgehen wollen möchte, das kann ich euch sogar gleich mal zeigen. Ich habe
da nämlich dann mal was ausprobiert. Habe ich denn? Ich müsste die doch haben. Hallo, wo habe ich sie? Hallo, da ist sie doch. Oh mein Gott, der verballert das Gold. Ja, das tut er. Ich sag's doch, jetzt wird's dekadent. So, mach die größeren oder? Nee, ich mach so genau die gleiche Größe wie die da auch. Ich glaube, das ist das Sinnvollste. Bumm. Zack, die Säge da wieder rein. Damit es dann zukünftig nicht mehr passieren kann. Und ja, man könnte natürlich Erde setzen, dann ist das hier alles mit dem Setzen einfacher. Ich habe hab mir mal eine Kopie von der Welt hier gemacht und habe das mal ausprobiert. Und dabei ist mir halt dann auch aufgefallen, dass die Geländer nicht hundertprozentig stimmen. So, und da kann ich auf jeden Fall nicht mehr rüberfallen. Ich probiere es jetzt trotzdem aus. Also in der Testwelt ging es auf jeden Fall nicht mehr. Dekadenz zahlt sich aus! So, jetzt habe ich leider nicht mehr viele. Das ist das größte Problem daran. Es frisst ein bisschen viel Gold. Und theoretisch wäre es sinnvoller, es hier oben zu machen als unten. Weil wenn ich sterbe, sterbe ich, wenn ich von hier oben runterfalle. Ich mache es daher auch ein bisschen so von oben. Vier Stück haben wir noch. Das reicht ja noch für hier. Für den gefährlichsten Abschnitt. Und dann müssen wir sehen, dass wir nochmal einen Goldblock dafür herstellen und verbraten. So, ja, sicher. Also mit diesem Blutmond, das Blood Moon, ne, ist das auch alles so ein bisschen schwer zu erkennen. Ich finde das auf jeden Fall, wie gesagt, ich mag das. Ich weiß gar nicht, wann die dazugekommen ist. Ich habe die ja vorhin, also ein Update gab es jetzt schon lange nicht. Ich habe sie nie gesehen. Bis ich jetzt in meiner Privatwelt auch am Rumtingeln war und auf einmal da, Blood Moon is rising, alles wurde aber so rot. Und in einem leicht schlecht ausgeleuchteten Raum hatte ich dann auf einmal so ein bisschen Spaß. Ja, lustig. Mal rausgucken, das sieht echt geil aus. Ich glaube, wir gehen mal raus und gucken uns die Felder an. Wir werden auch ein neues Schwert bauen dann. Ich werde das Ding hier gegen einen Tinkers Cleaver ausbauen. Das ist auch der Grund, warum wir jetzt kurz und lang zu Tinkers gehen werden müssen und wollen. Ey, das sieht doch echt... Also ich finde es super geil. Das... Ja, nee, das sage ich noch nichts. Wir sind jetzt auch... Wir kommen ja mit der heutigen Aufnahme in die Richtung 100. Ich werde jetzt extra nur bis zur 99 aufnehmen, weil ich vor der 100 noch was vorbereiten will. Und da hinten sind ganz viele böse Maps. Und da sind ganz viele böse Creeper. Aber sieht schon ziemlich geil aus, muss man noch zugeben. Jo, etwas anderes, wo ich sagen muss, Schande auf mein Haupt, was ich daher auch noch korrigieren will. Ein Nachter, wenn sie jetzt anders sagt, hey, leg dich doch hin, dann ist die Nacht vorbei. I don't feel tired right now. Es geht nicht, wenn der Blutmond rising ist. Und der oben am Himmel steht, wir müssen die Nacht durchmachen. So, ich war ein bisschen blauäugig. Ich hatte hier ja gesehen Ender Plant Seeds, die wachsen ja nur auf Endstone. Ja, Andreas hatte natürlich die Ender Lily Seeds hier oben gemeint, die habe ich echt übersehen. Sorry dafür auch nochmal an dieser Stelle, die können wir auf jeden Fall anpflanzen. Der Punkt ist aber auch, die sind nur ergiebig, wenn man sie auf Endstone setzt. Auf Endstone brauchen sie, glaube ich, 7 Tage zum Wachsen. Können wir ja mal gucken. Ender Lilies are an instant breed to plant. Who seeds can now... Ja, die Seeds können wir nur finden, was hier schade ist, dass man die nicht auch vermehren kann irgendwie. Das heißt, müssen wir aus einer Pflanze zufällig mal 2 rauskommen, wenn man sie abbaut. Das wäre noch richtig schön, aber da müssen wir vielleicht mal ein paar Dungeons mehr durchsuchen auf Dauer. Und sie... über eine Woche brauchen sie. Und ja, sie produzieren eine Enderpearl und sie haben Dornen. Ich habe in meiner Privatwelt auch 2 davon gefunden, die habe ich da habe ich dann halt schon mal getestet. Und es ist wirklich, die brauchen eine Woche, was schön ist, aber wenn auf Endstone und wenn wir sie auf normale Erde setzen, dauert es, wenn ich jetzt richtig gelesen hatte in der Wiki, 4-mal so lang. Das ist, nein, da werden wir vorher Endstone produzieren, dafür brauchen wir eine Schmelze. Und dieser Raum, weiß ich jetzt schon, dass er zu klein ist für mein Vorhaben, hier den Generatorraum reinzusetzen. Sonst, was hier vielleicht hinpasst, ist hier vorne dann, ja, Energiespeicher. Gut, dann haben wir das auch erledigt. Wie gesagt, wir werden dann, also die Tinkerschmelze muss kommen jetzt auf kurz oder lang. Ich muss schauen, wie ich die da oben einbinde und einbaue. Für Jürgen wurde sich Sandstone gewünscht als Boden. Könnte gut passen. Könnte hier wirklich gut reinpassen, werde ich wohl auch machen. Und da auf euren Wunsch eingehen.
Ja, und ansonsten würde ich sagen, wir brauchen auf jeden Fall noch Sand, das können wir zum Glück aus Cobblestone machen. Was hier an eine Decke rein muss, da könntet ihr euch auch mal auslassen. Vielleicht sogar einfach mal wirklich naturbelassen. Clean Stone ist vielleicht mal eine Abwechslung. Muss man ja mal schauen und zugeben. Ach, apropos, ich glaube, aus den Dingern kann man da nochmal an euch die Frage, an euer geballtes Wissen. Ich glaube, Chow hat da geschrieben, dass man aus denen auch irgendwie Enderstone, wie ich schon sagen, Enderpearls kriegen kann. Ich weiß es nicht. Wenn die auch in die Richtung benutzbar sind, dann heißt es ja auch Enderplant Seed. Wie muss ich die behandeln, dass ich da vielleicht was Sinnvolles rauskriege? Es wäre gut, wenn ihr mir das mitteilen könntet. Und da müssen wir auch nochmal in die Dörfer reisen und die Form holen. Da hat wohl damals ja auch geschrieben, dass es einige Formen gibt, die ich nicht herstellen kann, sondern nur dort finde. Und endlich ist der Mond weg und wir sehen das Geländer jetzt erstmal in voller Pracht. Und das da bleibt jetzt erstmal so stehen, bis ich hier den Keller weiter nach unten baue. So, jetzt haben wir nochmal ein bisschen Geräusch, dann macht man das. Ach, mein Kaffee wird, glaube ich, auch kalt. Oh ja, er trinkt schon wieder Kaffee. Immer ein schlimmes, schreckliches Zeichen. In diesem Fall ist es sogar eigentlich der Grund, ich habe mir eine Kaffeemaschine gekauft. Oh mein Gott, bisher waren es immer Instant-Brühkram, was ich getrunken habe. Und jetzt haben wir heute mal eine Kaffeemaschine gegönnt. Gab ja hier bei Markkauf... Nein, ich kriege kein Geld dafür, dass ich den Namen erwähne. Schön wär's. Ich glaube, dann würde ich mal aus Jux und Dollerei eine Folge aufnehmen, in der ich nur irgendwelche Firmennamen sage, um damit halt das Aufnahmeequip hier, wenn es mal neu werden muss. Dieses Jahr wird böse. Wenn es dann erstmal so weit ist, dass ich es wirklich aufrüsten darf. Und ich weiß wie. wie gesagt, Kaffeemaschine, die gab es da ja mit diesen Treuepunktenaktionen. Ich kaufe beziehungsweise wir Familie kauft eigentlich immer beim Marktkauf ein. Hat sich irgendwie inzwischen so etabliert. Oh, guck, hier sind noch Rewe. Rewe ist mir zu teuer. Rewe ist eine Apotheke. Da gehe ich höchstens doch nach Penny. So. Das sieht doch schon mal. Sieht auch schick aus. Seid mal ehrlich, oder? Ich weiß gar nicht mehr. In meiner Testwelt hatte ich da breitere genommen und hatte dann so nach außen einen kleinen Überstand. Sieht natürlich auch nice aus, aber ich glaube, so kann man es lassen. Was jetzt nicht ganz passig ist, ist das da. Leider. Aber naja, es ist zu ertragen. Na? Und wir können nicht mehr runterfallen, außer ich springe jetzt vor Freude. Dann bin ich auch wieder unten. Klatsch, bumm, ist schon wieder tot. Da freuen die sich und wettern, dass es endlich Zeit wird, dass ich hier runterfalle und sterbe. Es ist so herrlich. Ihr seid mir ein Haufen, seid ihr? Ein paar Früchtchen, das könnt ihr glauben. Ah, so. Essen. Ja, Essen. Eine Kochfolge. Wollen wir heute mal eine Kochfolge machen? Apropos, ich muss mir hier irgendwo mal auf dem Zettel auch ein paar Strichelchen machen, dass es Folge 1 ist. Ich darf ja nicht mehr als 6 aufnehmen. Ich habe 93. Das heißt 6 Stück. Nach dieser also noch 5. Damit ich dann mit 99 heute aufhöre. Und wie gesagt, dann will ich eine Kleinigkeit offscreen ohne euch vorbereiten. Da muss ich auch noch unten im Lager was einfach mal durch die Regale gucken. Ob ich da überhaupt genug von habe. Ach ja, und so den Asteroiden müssen wir uns auch nochmal suchen, dass wir den mal auseinandernehmen, denn da finden wir die Förmchen drin, die ich dann für ME-Kram brauche. Das hattet ihr mir auch schon mal reingeschrieben, dass ich das unbedingt machen sollte. Wenn wir wahrscheinlich mal einen Kompass dafür bauen, gibt's ja. Könnte alles in allem echt eng werden. Ich will aber eigentlich nichts mit Creative machen. Muss ich gucken, ob ich das hinkriege. Wird schwierig. Ja, wie gesagt, Kaffeeautomat habe ich mir gegönnt. Für 100 Euro so ein Kaffeevollautomat. Ich habe zwar schon so eine Kaffeemaschine von meiner Mutter mal bekommen, ihre alte. Ach du Schande, ist das lange. Ist das Ding alt? Beziehungsweise ich habe so zwei alte rumstehen. Die eine ist, glaube ich, fast so alt wie ich. Und ich habe die nie benutzt, weil ich halt kein Kaffeetrinker bin. Da ich jetzt seit Dezember, gerade die Zeit, wo ich so viel Stress und eigentlich gar keine Zeit hatte, irgendwie immer mehr zum Kaffeetrinken gegangen bin. Apropos, hier können wir auch noch weitermachen. Boah, haha. Da bin ich auch gespannt, wie ihr das dann findet. Die Folge ist ja leider noch nicht draußen. Und was ich auch noch schön finde, bevor ich jetzt weiter labere, beziehungsweise werde ich wohl in der nächsten Folge machen müssen dann, weil die Folge hier ist an sich schon wieder um. Ach, so, ja. Was ich auch noch ziemlich geil finde, wir könnten die theoretisch sogar tiefer setzen. Das Problem ist halt nur,
dann würde ich hier wahrscheinlich mein Wasserbehältnis killen. Und wir probieren es aber. Ich habe es noch nie versucht. Richtig. Weil dann könnten wir die sogar im Boden versenken. Und daher müssen wir jetzt leider ein Stück höher gehen. Aber ich glaube, das geht auch. Es ist mir durch Zufall passiert, dass ich das herausgefunden habe, als ich da, wie gesagt, in meiner eigenen Welt gerade am Rumhantieren war und dann einen Fußboden gemacht habe, den ich Untergrund beleuchtet haben wollte. So halb durch war und dann auf einmal plupp, oh, ein zu tief gesetzt. Mist. Moment, die Fackel bleibt, es leuchtet weiter. Rup, 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 alles rausgerissen und auf Niveau runtergesetzt. So, die wachsen auch schön. Hier müssen wir auch weitermachen. Eine Kochfolge. Für eine Kochfolge machen wir jetzt mal kurz das Inventar leer. Da werde ich dann gleich in der nächsten Folge ein bisschen mal hier die Felder abgrasen. Und dann machen wir wirklich mal eine Kochsendung. Oh mein Gott. Ich weiß jetzt schon, es wird keiner einschalten. Wahrscheinlich doch, weil er hofft, dass ich die Küche in die Luft jage und dabei draufgehe, ne? Ah, schön. So, was haben wir denn hier? Sandstone. Irgendwas hier, was ich rausnehmen könnte. Erstmal, ja, vielleicht möchte ich die da reinschmeißen. Dann schmeißen wir das Schild hier mal rein. So. Die schnell noch runter und dann geht's schon in die nächste Folge. Wieder eine ganze Folge bloß verlabert. Es ist doch schlimm, ist das mit diesem Spiel. Aber es ist geil, dass es euch trotzdem Spaß macht und da freue ich mich immer wieder drüber, über solche Kommentare und alles. Und auch, es scheint langsam doch die Runde zu machen, dass der Kanal hier reaktiviert ist, komplett. Denn die Abonnentenzahlen steigen etwas. Da werde ich in den nächsten Channel News dann noch drauf eingehen. Natürlich der zweite Let's Play-Kanal. Zweitkanal ist ja eigentlich der Real Life. Der zweite Let's Play-Kanal stagniert im Moment. Was halt auch daran liegt, dass da jetzt gerade gar nichts kommt. Also im Moment. Wir wissen auch, da kann ich auch schon mal sagen, wir wissen gar nicht, ob wir es hinkriegen, Terraria und Co. fortzusetzen. Terraria und Diablo, weil da doch ein bisschen mehr aus Verwirrung mit meinem Internetproblem jetzt im Moment ist das ja eh so eine Sache. So, ach komm, hier, Fackel in der Hand. So, tak, 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 tak. Ja, da sieht man sie jetzt ein bisschen durch, aber naja, naja. Ey, willst du mich rollen? Eine ganze Reihe und nichts kommt raus? Okay. Ich glaube, da stimmt was nicht. Die lasse ich mal stehen. Ich lade die Welt gleich einmal neu. Irgendwas ist hier gerade nicht in Ordnung. Ja, dann passt aber auch. Vielen Dank fürs Einschalten, Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Denn ein so mobbendes Gemüse ist mir dann doch ein bisschen mobbig zu viel. Tschüss.